Habe ich mir auch gefragt, aber ich bin nicht der Entscheider. Es ist natürlich verdammt schwierig, sage ich mal. Wir haben diesmal eine große Herausforderung gehabt, glaube ich auch, für das deutsche Team, das irgendwo Panini-mäßig im Kader wiederzuspiegeln. Noch nie war die Auswahl so groß nach den Erfolgen Weltmeisterschaft, U21-Sieg, dann die Confederation Cup im letzten Jahr. Die Auswahl trifft Italien, da gibt es ein sehr qualifiziertes Team für alle 32 Nationalmannschaften, müssen ja diese Entscheidungen getroffen werden. Gomez ist jetzt nicht dabei. Gut, man kann auch sagen, Wagner ist nicht dabei. Dafür gibt es andere. Kimmich ist dabei. Es gibt noch die alten Weltmeister, wo auch viele dabei sein, Neuer, Hummels und so weiter. Am Ende wird der Herr Löw dann entscheiden, Anfang Juni. Geht Herr Gomez mit oder nicht? Panini wird dann immer, wie es schon in der Vergangenheit üblich war, in den letzten zwei Tournaments, 14 Weltmeisterschaft, EM 16 Europameisterschaft, ein Nachdruckset machen. Ja. Natürlich können wir nicht 100% in die Glaskugel gucken. Wenn der Herr Löw sich dafür entscheidet, natürlich.